Der Teleprompter, ich erkläre es euch ganz kurz, ist eine Glasscheibe vor der Linse einer Kamera und auf dieser Glasscheibe läuft ein Text ab und ihr könnt den Text sehen, ihr könnt den Text lesen. Ihr werdet aber keine Nachrichten vorlesen, weil das wäre sehr unseriös in diesen Outfits. Es ist alles ein bisschen in der Anmutung eines, ich sag mal, Heimatfilms, ja, und der Prompter läuft in einer Geschwindigkeit durch. Ihr könnt den Text nicht in der Geschwindigkeit beeinflussen. Der Text hat aber Lücken, das nennt man einen Lückentext. Was müsst ihr also machen? Die Lücken müsst ihr füllen. Für jede richtig gefüllte Lücke gibt es einen Punkt. Wir fangen immer mit der Person an, die punktetechnisch hinten liegt. Das bist in dem Fall du, Hazel. Aha. Du, lieber Florian, setzt bitte einmal kurz die Brille auf, die dort liegt. Mir ist heiß. Mir ist heiß. Wir machen ganz schnell. Wir machen nur 25 Lücken heute. Und nein, du setzt bitte einmal die Brille auf. Und wir, Hazel, du bist schon bereit, gehen einmal rüber. Also, gibt es irgendwas, was ich dir noch erklären muss? Also, nee. Nein. Ich frage mich die ganze Zeit, was ich hier mache, aber jetzt fühlt es sich endlich natürlich an. Ja. Wir haben die Situation, dass du mindestens 5 Punkte holen jetzt, musst. Jetzt, also, ja? Flo, bitte die Kopfhörer aufsetzen. Jetzt kurz, wenn der Flo die Kopfhörer auf hat, wie gut ist der? Der ist Wahnsinn, so oder? Schlau. Ja, ich dachte, das wäre so einer dieser Fernseh- und Film-Heinis, die einfach gut aussehen und dann nichts in der Birne haben, aber der ist ja mega schlau. Nee, das ist ja auch noch. Ich darf nicht so lachen mit dem Schnurrbart, sonst fliegt der runter. Das ist eine gute Entschuldigung, dass du bei dem Gag nicht lachen musstest. Ne? Ja. Gut, stell dich schon mal gerne da vorne an die Treppe. Ich sage dir, wann es für dich losgeht, ja, weil wir schauen jetzt natürlich erstmal zusammen gemeinsam den Opener deines Films, in dem du die Hauptrolle spielst. Und bitte. Aber mal wieder rund hier, mir ist arschkalt.
Ich helfe dir. Soll ich dir irgendwie... Vorsicht, mach keinen Quatsch, das ist nicht richtig fest, wenn du da hinten runterfällst. Ach so. Also, geht das? Ja. Das ist sehr, 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 sehr gut. Du hast 6 Punkte, das heißt, du bist vor Flo. Ja. Das ist knapp. Das bedeutet auch, dass wenn Flo jetzt nur eine Antwort weiß, dann bist du im Stechen. Oh, wenn Flo keine weiß, bist du im Finale. Es war eine Verkettung von glücklichen Zufällen, dass ich überhaupt 6 richtig hatte. Ja, das hast du toll gemacht. Wirklich. Soll ich ihn anstupsen mit meinem Stock? Nee, ich mache einfach so. Er freut sich. Er freut sich dann, glaube ich, dass es vorbei ist. Ist vorbei. Du kannst wieder zu uns kommen. Alter. Ja. Die Hazel hat 6 Punkte geholt, das macht 22 Punkte. Das heißt, sie liegt gerade vorne mit einem Punkt. Das bedeutet, Blackjack hätte ich verloren. Das wissen wir auch seit heute. Huch. Das bedeutet für dich, mit einer richtigen Antwort bist du im Stechen, mit 2 richtigen Antworten bist du im Finale. Verstehst du mich? Ja. Ja, gut. Wir würden gemeinsam rübergehen. Ich begleite dich auf den Berg. Vor dir ist ein großer Teleprompter, du weißt, wie er funktioniert. Wie er funktioniert. Du liest einfach so lange, bis du eine Lücke zu füllen hast. Ich mache einen Tiroler. Also, Flo, du bleibst kurz hier unten vor der Treppe gleich noch stehen. Wir können gerne schon vorgehen. Es geht noch der Vorspann des Films los. Ich gebe dir dann ein Zeichen oder ich sage dir, das kennst du ja. Und bitte. Richtig. Und dann gehst du rein, dann geht's los. Da vorne ist der Teleprompter, du liest einfach ab. Ja. Und bitte. Das sind Stöcke, warte. Ah, herrlich. Ah, diese Aussicht. Ich hab's geschafft. Mein Gott, ich kann es kaum glauben. Ich bin ganz überwältigt. Alles wird plötzlich nebensächlich. Nicht einmal das Star-Magazin exklusiv mit der Hauptmoderatorin. Keine Ahnung, ist jetzt noch wichtig. Auch der Dr. Renz, der König Boris und der Björn Beton und der Hamburger Belg, ich habe keine Ahnung, sind jetzt egal. Ich sehe diese so eine unerbittliche Natur. Doch die habe ich bezwungen. Ich 1, Natur 0. Ha! Ah. Es ist so. Es ist so schön. Von den Geschichten meines gewaltigen Abenteuers werden noch meine Kinder gemeinhin als Urenkel bezeichnet werden können. Wie ich an Tag 2 des Aufstiegs vor, weil an meiner Fließjacke der kalifornische Automarke mit der Bergkette im Logo namens Patagonia der Reißverschluss klemmte. Oder als wir in 4000 Meter Höhe die dünne Luft das Hirn vernebelte und ich das Wort Massachusetts in meinem Lieblingsbuchstabe S insgesamt 4-mal vorkind nicht mehr richtig aussprechen konnte. Dabei ist es doch ganz einfach. Massachusetts, ja, puh. Ist ganz schön frisch hier. Zum Glück wütet hier gerade kein hauptsächlich in Nordamerika auftretender schwerer Nährsturm, ein Blizzard oder gar ein Hurricane. Ob das in Neuhausen, in Baden-Württemberg stattfindende Pendant zum Hurricane Festival heißt, keine Ahnung. Es war das Schicksal, das mich hierhin geführt hat. Matterhorn, du bist so getüm. Dir zu Ehren sage ich dir nur aus voller Lunge Folgendes. Das Leben will jetzt gelebt werden, sofort! Diese Reise hat, nicht wahr, die kleinstmöglichste 6-stellige Summe gekostet, also 100.000 Euro. Als nächstes ist Tag 2 dran, der auf der Grenze zwischen Pakistan und Nepal liegt, zweifellose in einer der schwierigsten unter den 8000ern. Mach's gut, Matterhorn! Ich werde ihn nie vergessen. So wie ich auch nie vergesse, dass ich Karin Mioska-Scheiß-Debattern, die dienstälteste Moderatorin der Sendung, leckt mich am Arsch ist. So, na, ich weiß es, der Heute-Show, aber ist egal. So, jetzt muss ich wieder runter. Ist mir arschkalt. Ach, ich steige jetzt wieder runter. Komm her, brauchst du mal. Du bist mutig, sehr gut.
Das hast du richtig gut gemacht. Machen wir so weiter. Dann machen wir so weiter. Kriegen wir richtig, ja, viele, kriegen wir richtig viele, viele Schreiben von. Für unsere ZuschauerInnen in Niederösterreich. Schon kalt da oben. Weißt du, was das Witzige ist, dass du aus der Schweiz kommst und auf Hochdeutsch performst und du kommst. Du hast Hochdeutsch? Ja. Fällst du mir in den Rücken, da hinten hast du noch Schweizerdeutsch gesprochen. Ja, das war ich in meinem natürlichen Selbst. Flo, du hast 26 Punkte. Wir sehen uns im Finale. Hazel. Richtig gut. Hazel, du hast nur Peter. 22. Es hat leider nicht gereicht. Aber vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Es hat richtig Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mir auch. Es war die erste Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Ja. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Viel Erfolg! Hazel Brugger! So eine unangenehme Gesamtsituation. Wir machen Feierabend. Ihr Arschlöcher. I just can't get you out of my. Meinst du das wie Shiloh Huet? Leider nein. Es ist echt Arbeit, ganz unten am Boden zu sein. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hart, aber fair. Mein Thema heute, wie dumm ist Deutschland? Und ich spreche mit der dümmsten Prominenten Deutschlands. Hazel Brugger ist heute Abend bei mir. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Wie dumm wollen Sie eigentlich noch werden? Das finde ich jetzt ehrlicherweise unnötig polemisch. Ja, muss ich kurz nachhaken. Frau Brugger, wissen Sie überhaupt, was polemisch bedeutet? Ja, das ist ein Pokémon. Nein. Doch, ich kenne drei Pokémon. Mhm. Shiggy, Enton und polemisch. Das ist alarmierend dumm. Nein, das sind Pokémon. Ja, ich glaube, darüber wird zu reden sein. Montagabend bei Hart aber fair, 21 Uhr. Im Ersten.